in einem europäischen Fußballstadion gegeben hat. Eine durchgängige Fahne von 450 Metern Länge. Und jetzt genießen Sie das mal, was hier in diesem Fußballstadion in Dresden geschieht. Es ist wirklich unglaublich. Auch wir haben hier gerade noch mal alle Handys gezückt, um bei diesem Rekord wirklich dabei zu sein. 2 Jahre lang wurde an dieser Riesenfahne gearbeitet und genäht. 15.000 Quadratmeter Stoff sind in diesem Stadion hier jetzt ausgerollt. 70 Kilometer Fäden wurden vernäht. 7 Schreibmaschinen, Nähmaschinen mussten an dieser Fahne verzweifeln. Große Freude hier, große Freude auch bei mir an meiner Seite hier. Detlef Schössler, in Magdeburg geboren, für den ersten FC Magdeburg mehr als 200 Pflichtspiele absolviert. Dann nach Dresden gewechselt, auch hier in Dresden 200 Pflichtspiele absolviert, war Kapitän der Mannschaft in der Bundesliga. Herzlich willkommen Ihnen. Danke und wunderschönen guten Tag. Was sagen Sie denn dazu, wenn Sie jetzt hier in dieses Stadion schauen, diese Fahne und diese Stimmung mitnehmen, ist das einzigartig? Ja, auf jeden Fall. Das sind jetzt heute die zwei Kontrahenten, die über viele Jahre im Osten das Niveau bestimmt haben. Und die treffen jetzt wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Und man merkt das an der lautstarken Atmosphäre. Und ich hoffe, dass das Spiel auch dazu beiträgt, dass es sehr erfolgreich, was die Torverwertung betrifft, und vielleicht auch spannend wird. Wie ist das denn heute für Sie als Magdeburger, der in Dresden viele Jahre großen Fußball erlebt hat, der jetzt in Leipzig zu Hause ist? Wie ist das für Sie heute? Wo schlägt das Herz heute mehr? Ja, diese Frage habe ich gehofft, dass sie nicht gestellt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, in Magdeburg, dort habe ich eine klasse Ausbildung genossen, bin dann zum Nationalspieler gereift. Bei Dynamo konnte ich zu späteren Zeiten, als der Club nicht mehr in den höchsten Ligen spielte, Bundesliga spielen. Also insofern bin ich dort wirklich etwas gespalten. Ich wünsche beiden Vereinen, Dynamo wird sicherlich den Aufstieg schaffen, gehe ich mal davon aus, vom Potenzial. Und dass die Magdeburger gesichert in der Liga bleiben und dann zukünftig auch höhere Ansprüche geltend machen. Ja. Also Sie hoffen auf ein Unentschieden, aber die Fußballexperten scheinen sich einig zu sein. Dynamo Dresden ist der Favorit heute und für Magdeburg wäre ein Punkt schon viel, was sie heute mitnehmen würden. Die Mannschaften betreten das Stadion, für uns die Zeit abzugeben an ihren Reporter für diesen El Clasico, an Thorsten Püschel. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Das ist ein tolles Fußballspiel, was wir hier gleich erleben werden. Es ist ein wundervolles Gefühl, auch von hier oben auf das Feld schauen zu können. Allerdings eine kleine Premiere auch für mich als Reporter. Ich sehe im Augenblick gar nichts von diesem Spielfeld. Auch wir sind hier unter dieser riesigen Fahne eingehüllt. Das gesamte Stadion bis auf den Magdeburger Fanblock, also von dieser Fahne bedeckt. Wir sehen die Spieler und schauen mal auf die Startelf bei Dynamo Dresden, die identisch ist. Zumindest was die 11 Akteure betrifft, zum 2-1 in Kiel mit dem Torhüter Blaswig, dann die Viererkette Müller, Modica, Hefele, Kreuzer. Heute ein bisschen anders mit dem 4-3-3-System. Moll, also defensiv, Lamberts aus, Mann als Doppelacht, Tekerci, Stefaniak, Eilers. Die stehen da jetzt links, rechts in der Mitte, werden natürlich permanent auch ihre Positionen ändern. Der zweitbeste Torjäger der Liga, Christian Beck, trifft heute also hier auf den Besten, auf Justin Eilers. Hier gibt es 2 Änderungen im Vergleich zum 1-0-Sieg gegen Wien Wiesbaden. Die sind bedingt einer Krankheit. Jan Löhmanns-Rögen, fiebrige Erkältung, ist zu Hause geblieben. Für ihn rückt Altin Pamak in die Startelf und auch bei Nikolaj Sebisch
tut es ein bisschen weh am Schenkel und deswegen rückt für ihn hier Manuel Farola-Poledo in die Startelf. Die Dimension des Spiels sieht man auch beim DFB. Dr. Felix Brüch, der Schiedsrichter des Jahres der vergangenen Saison, wird diese Partie leiten. Hier sehen wir die beiden, auf die natürlich während der 90 Minuten jetzt der Fokus sein wird, auf Christian Beck und auf Justin Eilers, die beiden besten Knipser der Liga. Uwe Neuhaus, der natürlich in den letzten Tagen auch dieses Spektakel, was ihn jetzt hier mit seinen Spielern empfangen hat, gewürdigt hat. Aber das gilt bei ihm wie auch auf der anderen Seite bei Jens Hertel. Die müssen sich auf das Spiel konzentrieren und das ist ganz einfach. 11 Mann auf beiden Seiten, ein Ball und jetzt geht's los. Mit 90 Minuten in diesem, tja, El Clasico. Beide Städte trennen ja, wenn man mal die Elbe entlang fährt mit dem Fahrrad oder mit einem Boot von einer Stadt zur anderen geht, knapp 300 Kilometer. Ansonsten geht es natürlich mit dem Mannschaftsbus für den ersten FC Magdeburg ein bisschen schneller. Die 2 Stunden auf der A14 sind sie bereits gestern hier heruntergekommen. Und haben in Radeberg vor dem Turm von Dresden übernachtet. Auf geht's! Erster FC Magdeburg ganz im Blau gegen Dynamo Dresden. Die Gäste in dieser ersten Halbzeit von links nach rechts. Dynamo spielt also in dieser ersten Halbzeit auf den eigenen Block, den K-Block zu. Und jetzt wird's, Sie hören den Applaus der gut 29.000, die heute dabei sind. Die riesige Fahne eingerollt. Stefania kommt über rechts. Christopher Handke, gut platziert am 5-Meter-Raum, klickt. Erster Schuss, Kirin Moll war der Absender, der Mann, der heute im defensiven Mittelfeld die Partie beruhigen oder eben auch beschleunigen soll. Gibt ja einige Verletzte, die Dynamo Dresden zu beklagen hat im Augenblick. Insbesondere mit den beiden Stürmern, mit Pascal Testroth, der wieder auf der Bank sitzt, aber für den es natürlich noch nicht für 90 Minuten reicht, nach der knapp einmonatigen Pause. Tim Berühnen war ja von der Länderspielpause mit einer Verletzung am Knie zurückgekommen, der auch nicht dabei. Gleiches gilt für Yannick Müller und Patrick Wiegers, die Ende der Woche nochmal operiert werden mussten. Bei den Magdeburgern hatte ich es angedeutet, Dan Löhmannsrüben, fiebrige Erkältung. Dazu kommen natürlich auch noch die, die schon länger nicht dabei sind, mit Schiller, mit Novi. Es ist grundsätzlich ein ganz normales Ligaspiel heute an diesem 15. Spieltag der dritten Liga, aber in den letzten Tagen, in den letzten Wochen hat man gespürt, dass es natürlich für diese beiden Teams kein normales Spiel ist. René Kindermann hatte einige Zahlen schon genannt, was die Dimension betrifft, auch die Historie betrifft. Dynamo Dresden zu DDR-Zeiten 8-mal Meister, die Magdeburger 3-mal, beide zusammen insgesamt mit 14 Pokalsiegen. 170 Mal hat man Europacup gespielt, mit dem größten Erfolg, den ein Team aus der DDR jemals erreicht hat, 1974 mit dem Gewinn des Cups der Pokalsieger seitens der Magdeburger. Das Gute aber ist, dass dieser Blick in die Historie, der Blick in die Vergangenheit inzwischen auch mit positiven Signalen in der Gegenwart und auch für die Zukunft versehen ist. Das hat es lange nicht gegeben. Magdeburg aufgestiegen, sofort etabliert mit Rang 4 in dieser Liga und Dynamo Dresden einsam an der Spitze dieser dritten Liga. Der ruhende Ball für die Magdeburger. Aus dem Halbfeld der Freistoß. Abgepfiffen, Hefele liegt da am Boden. Christian Beck steht daneben, jetzt kommt Felix Brüch dazu. Ist noch vor dem Schuss. Vor dem Freistoß passiert, schauen wir hier nochmal hin.
Hefele. Ja, Christian Beck stand da vor ihm, ist ihm da vielleicht auf die Füße getreten. Kurz ausgeführt über Niklas Brandt, der hat einen guten Schuss. Das war dann doch ein bisschen weit. Und es gibt den ersten Eckball. Nach 4 Minuten für die Gäste aus Magdeburg, die in dieser Saison ja auswärts noch nicht gewinnen konnten. Also Efele, der kümmert sich hier bei diesen Standards dann explizit um Christian Beck. Die wissen natürlich um die Gefährlichkeit dieses Boxstürmers, der Mann, der im Strafraum mit ein, zwei kurzen Bewegungen so viel erreichen kann. Lamberts fängt den Ball ab. Über die Disputzen geht es zurück zu Jan Glinker. Beck gewinnt das Kopfballduell gegen Hefele und zieht sofort ab. Diese beiden Stürmer, die stehen natürlich heute im Fokus. Christian Becker und Justin Eilers, beide Trainer haben unisono darauf verwiesen, dass sie hier keine festen Zuordnungen geben werden. Dafür sind diese Offensivspieler auch viel zu variabel unterwegs. Janis Blaswig, der den ersten Treffer der Dresdner vergangene Woche eingeladen hat. Mit einem sehr präzisen Ball. Viel geht über den Keeper der Dresdner, den sie hier fast schon den neuen Libero nennen. Selbst ein begnadeter Mann am Ball, wie Marvin Stefaniak sagt, er hat fußballerisch noch nie so einen perfekt ausgebildeten Torwart gesehen. In vielen Situationen der Mann mit der 1, der 11. Feldspieler. Ausmann schickt Stefaniak. Der kommt ran gegen Malone. Setzt sich durch. Stefaniak, linker Fuß, abgeblockt. Pirin Moll rückt nach. Schlechter Ball direkt in den Fuß des Kapitäns der Magdeburger von Sowislo. Viel geht in diesen ersten Minuten über die rechte Seite bei den Dresdnern offensiv über Marvin Stefaniak, der sich gut in Szene setzt, dann allerdings bei den Hereingaben jetzt schon zum dritten Mal zu unpräzise. Erst Duell zwischen Manuel Farona Pulido, der heute also die Chance auf der linken Seite bekommt, weil Nicolas Hebisch angeschlagen ist. Hier sehen wir das Duell auf der anderen Seite, offensiv Chahed gegen Fabian Müller. Monika steht in der Luft. Zum ersten Mal auch lautstark zu hören, die 1800, die aus Magdeburg mit hier rübergekommen sind. Da ist eine gesunde Rivalität da zwischen den beiden Fanlagern. Gab ja nach dem Spiel in Kiel, nach dem Sieg, nach dem 2-1, eine Fahne, die von den Dresdner Fans an die Spieler heruntergereicht worden war. Dynamo-Fans gegen den FCM stand drauf. Dazu eine Faust, die das FCM-Symbol zerschlägt. Das war natürlich alles andere als glücklich, dass dann die Spieler diese Fahne auch noch vor den Fans ausbreiten. Im Überschwang des Gefühls, nach der Niederlage gegen Cottbus wieder gewonnen zu haben, ist das dann passiert. Ralf Minge hat sich sofort entschuldigt bei den Magdeburgern und Mario Kalnick, sein Pendant auf Magdeburger Seite, hat die auch sofort angenommen, war am Montag auch hier in Dresden. Schöner Ball auf Lamberts gegen Glinker, der muss mit dem Kopf rangehen, weil der Ball noch vor dem 16er war.
Kein Abseits. Gut gesehen von Jan Glinker, dass er da eben nicht mit den Fäusten rangehen kann. Aber warten, bis der Ball in seinem 16er ist, das wäre gefährlich gewesen, weil dann hätte Lamberts durchaus den Ball noch bekommen können. Jan Glinker, der ja den Dresdner Trainer sehr, sehr gut kennt. Beide haben eine lange gemeinsame Zeit beim ersten FC Union gehabt. Gibt ja durchaus hin und wieder dann auch Situationen, wo Trainer und Spieler nach einer gemeinsamen Zeit in Verbindung bleiben. Ich habe Uwe Neuhaus auch nochmal danach befragt. Er meint, nee, bei Jan Glinker ist es da nicht so gewesen. Aber natürlich verfolgt man auch die Karrieren von ehemaligen Spielern. Heute also ein Wiedersehen. Jetzt hier nicht in der zweiten Liga wie damals bei Union, sondern in Liga 3. So bis Lohm gegen Kreuzer. Der sieht nicht, dass Manuel Farola Polido da stand. Gefährliche Situation. Natürlich sucht er da sofort Christian Beck. Die Flanke allerdings nicht präzise genug. Gut, 10 Minuten gespielt. Nach wie vor 0:0 der Stand. Beide Teams ohne das ganz wilde Feuerwerk bislang. Schlechter Ball von Moll. Wieder Polido dazwischen. Beck zeigt an, der Ball soll dahin zu mir. Er ist dran. Und das ist das Tor fast. Der Ball rauscht am langen Pfosten vorbei. Christian Beck mit der ersten großen Chance in diesem Spiel nach 11 Minuten. Mann, ging das einfach. Die Innenverteidigung der Dresdner ausgehebelt. Ganz einfach, mit einem ganz simplen Pass. Jens Hertel, der direkt am Rand sitzt vor der Bande, wie auch die beiden Dresdner Trainer. Uwe Neuhaus, Peter Nemetz. Auf der anderen Seite das Gespann Hertel und Thielemann. Wer die Dresdner gesehen hat, hier im Landespokal gegen Chemnitz. Mann auf Eilers, der im Laufduell mit Aino, dem Kanadier, und der löst das ganz entspannt. Pfiff für Kreuzer. Das hat Brüche durchgehen lassen, dann das Halten als Freistoß erkannt. Sinanti Kerci ist ein Typ, der auf einem halben Meter zwei Jungs stehen lassen kann. In dem Fall dann also Niklas Brandt mit dem Fuß draußen. Freistoß direkt am 16er. Ziemlich weit draußen, könnte man meinen, für einen direkten Schuss. Marvin Stefaniak, der beste Vorbereiter in dieser Liga. 13 Mal hat er schon ein Tor aufgelegt. Letzte Woche auch selber mal getroffen. Das Tor ist es nicht. Lattenunterkante nach dem Kopfball von Monika. Spiel zieht an. Für einen Moment war hier Ruhe im Stadion und sofort hat man gehört, wie dieser Ball mit voller Wucht gegen das Aluminium klatscht. Gianni Monika, über den Ralf Menge, der Sportdirektor, sagt, das war unser größter Glücksgriff in Bezug auf die Verpflichtungen im Sommer diesen Jahres. Kam ja aus Offenbach. Der kennt die Duelle gegen den ersten FCM aus den beiden Aufstiegsspielen.
Wer ist am Ball? Der Mann mit der Nummer 4. Hinten ein sehr gutes Duo mit Hefele. Stefaniak. Drüben winkte Kertschi, bekommt jetzt den Ball. Trifft den Ball nicht voll, kein Problem für Jan Klinke. Beide Mannschaften ja mit beeindruckender Defensivbilanz. Erst 13 Tore bekommen, jetzt hätte es fast das 14. gegeben. Ball springt ganz klar nach vorn weg, gut einen Meter von der Torlinie. Giuliano Modica, der ein Tor ja schon geschossen hat. Das war der Siegtreffer gegen Erfurt. Ein wildes Spiel damals hier in diesem Stadion für den Argentinier mit italienischem Pass. Also ersten Elfmeter verschuldete, kurz vor der Pause und dann hinten raus noch das 3-2-Schuss. Fabian Müller gegen Charles. Ja, passt zu ungenau. Sowislo, der Kapitän. Beck ganz allein. In der Mitte, Chad kommt mit. Kann die Flanke zwar schlagen, aber die wird entspannt abgefangen. Und über Moll und Kreuzer geht es auf der anderen Seite nach vorne. Hefele, der ganz klar zum Leader gereift ist, nach dem Abgang von Christian Fjell. Das Kapitänsamt seit Beginn der Saison innehat. Asmann, schön den Körper dazwischen gestellt. Eilers. Hat Lamberts kurz überlegt, Absatz. Gewunken von Eduard Beitinger, da oben der Assistent von Dr. Felix Brüch. Da hat Lamberts zu lang gezögert, da sehen wir nochmal Modica. 24 Jahre alt, in Córdoba geboren. Die Stadt mit dem bösen Namen für deutsche Fußballfans. Hier nochmal sein Kopfball. Wäre also fast die 14. Torvorlage von Stefan Jagd gewesen. Was für eine Ruhe er da Chad ablaufen lässt. Moll jetzt mal mit ein bisschen Platz. Lamberts in der Mitte. Bekommt da ganz klar den Arm ins Gesicht. Das ist natürlich ein Pfiff. Trifft Moll. Nicht wirklich. Aber der Arm war draußen. Sah im Original ein bisschen dramatischer aus, als wir es jetzt hier nochmal gesehen haben. Stefaniak schnappt sich jeden ruhenden Ball, wenn er nicht direkt kommt. Natürlich suchen sie immer wieder Hefele und Modica. Beide Innenverteidiger dann immer mit vorn, abgesichert dann von Lamberts. Ein auf Magdeburg. Ja, um dieses defensive, gute Spiel noch ein bisschen zu untermauern. Seit 3 Spielen kein Tor bekommen haben. 2x 0-0. Und dann dieser Sieg kurz vor Schluss. Letzte Woche gegen Wien Wiesbaden. Das 1-0. Durch den Startelf-Debütanten Ryan Malone. Den Amerikaner, der heute gleich mal zum zweiten Mal ran darf.
Dresden Offensivkräfte gut markiert im Augenblick, deswegen musste Modica dann auch nochmal abdrehen. Marvin Stefaniak jetzt gerade mal letzter Mann. Was für ein Gefühl. Magdeburger machen das gut. Verschieben. Jetzt der Ball auf Kreuzer. Das ist kein Abseits von ihm. Handspiel! Der Pfiff kam sofort von Felix Brüch. Und es ist Ryan Malone gewesen. Der Mann, der das 1-0 macht letzte Woche. Ganz schwer hier zu sehen, weil der Ball da direkt ins Sonnenlicht hineingeht. Unsere Kamera ist dann ein bisschen überbelichtet. Schauen wir hier nochmal hin. Kreuzer verdeckt jetzt den Arm hier von Malone. Brüch hatte eine bisschen bessere Sicht, weil er ein bisschen weiter links stand. Hat nicht gezögert. Das Duell Justin Eilers gegen Jan Glinka. Einen hat er schon gehalten. Zwei waren drin. Jan Glinka in dieser Saison. Justin Eilers, 1-0 Dresden nach 21 Minuten. Das Duell der Knipser. Runde 1 geht an Justin Eilers. Dreizehntes Saisontor für den 27-Jährigen. Der dritte Elfmeter in dieser Saison, den er eiskalt verwandelt. Das spielt Uwe Neuhaus natürlich in die Karten. Jens Hertel, wie jetzt darauf reagieren? Wird er mit seiner Mannschaft alles besprochen haben? Völlige Ruhe im Stadion. Aber nur für Sekunden. Magdeburger Block, die 1800. Natürlich erstmal ein bisschen konsterniert. 60 Sekunden ist es jetzt her, dass dieses Tor fiel. Von Alte Parak. Allerdings der Pass kommt nicht an. Ausmann. Kleines Kraftpaket. Ist ja nur 1,75, aber so einfach aus dem Weg räumen, das geht nicht. Tekerci gegen 3. Das ist natürlich ehrlicherweise ganz schön dämlich vom Kapitän von Sobislo. 2 Meter vor den Augen von Brüch. Da der hat den Fuß hinzuhalten. Vorhin schon die Aktion, tritt ihn da auf den Fuß. Erste gelbe Karte in diesem Spiel nach 24 Minuten für den Kapitän des 1. FC Magdeburg, für Marius Sobislo. Jan Glinka, der in die Sonne schaut. Er
die 1800 Magdeburger, die natürlich gerne ein paar Tickets mehr gehabt hätten. Aber dadurch, dass, wenn man auf den Block schaut, links von ihnen ein kompletter Block freigehalten wurde, als Puffer bei diesen von Seiten des DFB und der Polizei als Hochsicherheitsspiel eingestuften Partie, wurde es dann halt ein bisschen weniger. Wir sehen hier Glinker mit der linken Hand, mit dem linken Handschuh vor den Augen, um genau zu sehen, was da passiert. Die Grenze zwischen Sonne und Schatten verläuft jetzt ungefähr in Höhe des Elfmeterpunkts, wenn man steht. Hefeler, Sie sehen es da, mit dem Oberkörper in der Sonne. Versucht da Glinker zu irritieren. Stefaniak, rechter Fuß. Auch Kirin Moll ist dabei. Und ich glaube, das war genau die Sonne, die ihn da behindert hat. Da hat er einen Augenblick nichts gesehen. Eigentlich ein ganz lascher Ball, der kurz vor ihm aufsetzt. Den kann er ganz entspannt aufnehmen eigentlich, Jan Glinker. Verzichtet aber auf ein Basecap. Bringt ein bisschen Herbstbohne ins Gesicht, ist natürlich aber für die Sicht auf den Ball, und darauf kommt es jetzt an hier. Alles andere als perfekt. Der Ball was anderes vor als Fabian Müller. Hier sehen wir noch mal diesen Freistoß. Ich kann auch nicht erkennen, dass es da einen Platzfehler gegeben hätte oder sowas, weswegen er diesen Ball nicht hätte in Ruhe aufnehmen können. Macht es dann im Stile einer Annahme im Volleyball und wackelt den Ball da von seinem 5-Meter-Raum weg. Gegen Tekerci. Beck mal sehr weit zurückfallen lassen. Ja, Michael Hefele mit so breiter Brust, jetzt traut er sich sogar schon die Dribblings zu. In dieser ja nicht ganz einfachen Zone da um die Mittellinie herum. Ja, Ball verloren, sofort setzen sie nach. Kreuzer wieder im Laufduell, diesmal mit Dano. Ball nicht im Aus, sagt Beitinger da drüben. Aber jetzt hätte auf jeden Fall Einwurf für den ersten FCM gegeben. Aber die Aktion von Ausmann hier gegen Manuel Farona Polido ist mit dem Pfiff bedacht worden. Deswegen also Freistoß für die Gäste aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Gut gedachter Ball von Brandt auf Nils Butzen, den rechten Verteidiger, aber der ist ein bisschen spät gestartet. Das ist natürlich auch enorm, was sie auf die Platte gehoben haben in den letzten Monaten. Die Fans des ersten FC Magdeburg, Dresden und Magdeburg, ja die beiden Teams mit dem größten Zuschauerzuspruch. Jens Hertel, der ja auch sein Pardon auf der anderen Seite, auf Dresdner Seite, Uwe Neuhaus, sehr gut kennt. 2010, 2011 in der Saison hat er damals einen Fußballlehrer gemacht, Babelsberg trainiert und hat dann insgesamt dreimal über einen Zeitraum von 8 Wochen insgesamt bei Uwe Neuhaus hospitiert. Fast wäre er sogar mal sein Co-Trainer geworden. Ganz am Anfang seiner Trainerkarriere passte damals
nicht ganz in die Lebensplanung. Hab mit beiden Trainern im Vorfeld über den anderen mal gesprochen. Schon aufgrund der Tatsache, dass man natürlich jemanden einbindet in seine Trainingsarbeit, kann man erkennen, wie groß die Hochachtung der beiden Kollegen untereinander ist. Christopher Handke. Drei Offensiven bei Magdeburg, jetzt fast auf einer Linie vorne mit Verona Pulido, mit Christian Beck und mit Schalz. Kirill Moll durchaus auch ein bisschen eher sich vom Ball trennen können. Kann durchaus mal schief gehen. Gut antizipiert von Nils Butzen. Zwei Bälle im Spiel. Tausend Hände haben vorhin diese großartige Choreografie getragen, haben das Stadion in einen einzigen Fanblock mit einer riesengroßen Blockfahne verwandelt, auf der stand die Legende aus Elbflorenz, der Verein mit den besten Fans. Was Liga 3 betrifft, auch die Stadt mit dem derzeit besten Verein in Liga 3. Dynamo Dresden, der Tabellenführer, nach 14 Spieltagen bereits mit 35 Punkten. Seit der Einführung der dritten Liga hat es das nicht mehr gegeben. Seine Aufgabe, die Aufgabe von Uwe Neuhaus, ist natürlich immer wieder für Ruhe zu sorgen, für den Fokus zu sorgen, immer wieder seine Mannschaft das nächste Spiel, den nächsten Gegner so vorzubereiten, als gäbe es diesen großen Vorsprung nicht. 10 Punkte und 10 Tore sind es ja bereits jetzt auf den Relegationsplatz auf Rang 3. Sobislo jetzt sehr weit nach vorn gerückt, der Mann, der normalerweise eher ja im defensiven Mittelfeld aufgehoben ist. Guter Ball auf Stefaniak, tritt den Ball da unglücklich an die Ferse und dann bekommt er die Hand von Child ins Gesicht. Das war, glaube ich, keine Absicht. Hier ist der Ball eigentlich schon verloren. Oh, also jetzt würde ich mal mit keiner Absicht mich ein bisschen zurückhalten. Sieht da eindeutig, dass das Gesicht von Stefania da ist. Muss er aufpassen. Der Mann mit der 24, der erst 19-jährige Tarik Schalz, der ja schon früh aus Berlin geboren worden ist, nach Magdeburg gewechselt ist, 2013, dann unter anderem Kapitän war bei der U19. Im Mai sein erstes Spiel bei den Profis gemacht hat und dann sofort auch im Kader der Drittligamannschaft übernommen worden ist. Tikerci links, nee, Stefania rechts. Moll. Der Absender dieses Schusses. Kirin Moll, der ja noch kein einziges Tor für Dynamo geschossen hat. Ist ja seit vergangener Saison hier in Dresden. Schlechter Ball von Sobislo auf Butzen. Ja, da hätte Eilers die Variante mit Ausmann eher wählen sollen. Der stand dann im Abseits, deswegen musste Eilers dann den Neuanfang wählen. Taktische Foul. Da sind sie sich also mal begegnet, die beiden Elfer. Jetzt werden die Apparate der Fotografen aber sowas von geklickert haben. So nahe kommen wir nicht selten.
Hier nochmal die Chance von Kirin Moll aufs zweite Tor. Nach einer reichlichen halben Stunde. Das ganze Stadion hüpft bis hier hoch. Kurz unter das Stadiondach sind die Vibrationen zu spüren. Tolle Atmosphäre in diesem Spiel. Ryan Malone, das sind Flanken seiner Einwürfe. Flach und scharf, in 3 Meter Höhe jagen die in den 5 Meter Raum. Zweiter Ball, diesmal mit der Flanke. Die Schusschance ist da und das Tor von Manuel Foronopolido. Ausgleich Magdeburg nach 35 Minuten. Monika hier zunächst per Kopf geklärt, dann geht's hinaus. Tekerci ist nicht schnell genug bei Ryan Malone. Und dann ist Stefaniak nicht dran, kann den Schuss nicht blocken. Blaswig mit der Hand noch am Ball, kann aber nicht verhindern, dass Manuel Foronopolido hier sein erstes Tor für den ersten FC Magdeburg erzielt. Im Sommer aus Nordhausen gekommen vom Regionalligisten, wie auch sein Kollege Jan Löhmannsröben, der zu Hause in Magdeburg geblieben ist. Und Glinka ganz entspannt. Das Tor ein bisschen wie aus dem Nichts. Magdeburg in den letzten Minuten nach der Führung der Dresdner mit wenig konstruktivem Spiel nach vorn, aber Ausgangspunkt, also eine Standardsituation, kann man ja fast so nennen bei diesen Einwürfen von Malone. Und sein zweiter Ball. Zu kurz abgewehrt, in die Mitte weggeköpft. Und damit der Ausgleich. Im Duell Erster gegen Vierter dieser Liga. Alles wäre auch im Abseits gewesen. Zählbares mitnehmen können, dann sind wir natürlich happy, sagt Jens Hertel vor der Partie, der aufgrund der Historie, aufgrund der Dimensionen, aufgrund der Umgebung hier in diesem Stadion natürlich auch davon spricht, dass so ein Spiel eine Weile in Erinnerung bleiben wird. Zumindest erst einmal, was die Rahmenbedingungen betrifft, wenn sie hier vielleicht sogar ihren ersten Auswärtssieg holen, dann gibt es noch einen anderen Grund für den FCM. Wieder Monika mit dem Kopfball und dann kommt Stefaniak zwar von hinten, aber kann den Ball halt nicht blocken. 9 Tore hat er in der vergangenen Saison in der Regionalliga, in der 4. Liga erzielt. Jetzt also sein erstes hier in der 3. für den neuen Verein, für den ersten FC Magdeburg. Manuel Foronopolido, der Spanier in Hamburg geboren, komplette Jugend beim Hamburger Sportverein absolviert, dann erste Männerstation, die zweite Mannschaft des HSV, bevor es dann im Sommer 2014 nach Nordhausen ging. Da haben einige erstmal gedacht, was macht der Junge da? Aber der Plan ist aufgegangen. Hat
hat sich halt gut präsentiert. Und dann also der Wechsel von Nordthüringen nach Sachsen-Anhalt. Fabian Müller hier, Duell mit Sowislo, der die einzige gelbe Karte bislang gesehen hat. War die dritte in der Saison. Keiner der Spieler übrigens, die heute hier dabei sind, in irgendeiner Art und Weise vorbelastet mit einer vierten gelben Karte. Ja, Felix Brüch schickt Janis Blaswig da nochmal ein bisschen weiter in Richtung Eckfahne. Der Ball muss sitzen nach vorn, direkt vor Block der Magdeburger. Er ist komplett in diesen Ball reingesprungen. Malone lösen sie gut da links. Ist ein Ping-Pong-Spiel, Sowislo nach dem Ballverlust von Kirin Moll. Handke. Brandt, rechts geht's, Nils Butzen. Chad nimmt ihn mit. Chad gegen Müller, Ball im Tor aus. Nächster Eckball für den ersten FC Magdeburg. 5 Minuten noch zu gehen in dieser ersten Halbzeit. Direkt vor den 1800, die 2 Stunden hier nach Südosten gekommen sind. Das Duell nicht nur der Knipser, sondern auch der Fanmagneten. Dresden hier mit einem Zuschauerschnitt von 27.500 knapp. Magdeburg über 18.000. Beide damit ganz klar an der Spitze der dritten Liga. Ja, da lässt sich Herr Lumpi Lamperts auf keine Spielereien aus. Ein. Schiebt den Ball zum nächsten Eckball. Neben den Pfosten. Noch keine Ecke für Dresden. Die dritte bereits für die Gäste in Blau. Efele gerade ebenso vor Beck. Bisschen verunglückte Flanke und das ist natürlich ein Foul von Sowislo, der da mit dem Arm in den Rücken von Tekerci reingeht. Im 16er in der Box von Dynamo Dresden. Da ist Sowislo seit 2012 in Magdeburg, der im polnischen Bytom geboren. Der Nemetz und Uwe Neuhaus, kurze Notizen für die 2-3 Minuten, die ein Trainer in der Halbzeit hat, um seine Spieler zu erreichen. Stefania, gut gelöst, geht vorbei, ein Klinker, die Riesenchance, Nachschusschance, Tekerci. Sinan Tekerci, aber was für ein geiler Pass von Ausmann, wie er den mitnimmt. Da hätte Stefaniak wahrscheinlich noch um Glinker herumgehen können. Dann versucht er ihn zu spitzeln, Glinker macht sich aber ganz groß und ganz breit vor ihm. Und dann der alles andere als gute Versuch von Sinan Tekerci. Ein Tor hat er schon geschossen in dieser Saison. Dresden bekommt das Spiel spielerisch wieder besser in den Griff. Magdeburg lauert vor allem auf Umschaltspiel und auf Standards. Zwei Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Das Missverständnis da zwischen Ausmann und Kirin Moll. Ja,
das Duell zwischen Kreuzer und dem Torschützen und der geht da wohl von hinten in die Beine des Dresdner Außenverteidigers, sieht hier die zweite gelbe Karte. Ja, Ball längst im Aus, dumme Aktion vom Torschützen. Letzten 60 Sekunden offiziell sind angebrochen in dieser ersten Halbzeit, die einiges Turbulentes zu bieten hatte. Ja, das war diese 10. Sekunde, die Lamperts da zu spät kam und deswegen war es also nicht der Ball, den er getroffen hat, sondern das Drüberhalten. Felix Brüch. Unaufgeregt, souverän. Die Situation zum Elfmeter, die ist schwer auflösbar für uns gewesen. Sie haben es vorhin gesehen in den Zeitlupen. Inwieweit da die Hand von Ryan Malone zum Ball ging. Kerci natürlich clever gemacht, sich da vor Tarik Çahit geschoben. Pfiff bleibt aus, Abstoß. Nachspielzeit läuft. Dürfte nicht allzu viel geben. Und da ist der Pfiff zur Pause von Dr. Felix Brüch. 1:1 nach den Toren. Elfmeter, Justin Eilers. Und Manuel Farona Polido, die Sie dann bei uns später natürlich nochmal aus ganz tollen Perspektiven über ab 16.30 Uhr in Sport im Osten sehen können, herstellen zu können. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Eines drin im 16er. Schöner Pass wieder von Stefaniak. Genau in die Schnittstelle der Innenverteidigung gesetzt. Ball nicht im Aus. Kreuzer bleibt hier gegen den Torschützen. Ausmann. Ryan Malone, der Amerikaner. Der mit der 27 hier links außen, der letzte Woche ja pausieren musste. Malone kam dafür rein, heute darf er wieder ran, weil im Leben uns Rüben fehlt. Zu weit für Eilers. Da ist er, der Mann, der Rostock, der ein tolles Freistoßtor geschossen hatte. Çahit in den Rücken von Beck. Unerreichbar. Missverständnis zwischen Fabian Müller und Justin Eilers. Und Jan Klinker. 5 Jahre hat er Zeit im alltäglichen Training mit Uwe Neuhaus verbracht bei Union. Kam er dann 2014 nach Magdeburg, verletzte sich dann, hat die Aufstiegsspiele also nicht miterlebt. Da war dann Matthias Tischer derjenige, der den Club in die dritte Liga gehalten hat. Botzen direkt vor der Magdeburger Bank mit Jens Hertel, der 2014 Magdeburg übernommen hat, davor ein Jahr lang die U19 von RB Leipzig betreut, gleich im ersten Jahr
den Aufstieg geschafft hat. Der Stefaniak, der halt ein paar Mal rumläuft. Und dann dieser Blick, dieser großartige Pass auf Justin Eilers und Blinker mit dem linken Knie noch dran. Eilers und der Schuss von Aris Ausmann. Der 22-jährige Deutschkurde. In dem Fall abziehen kann. Drei Tore in dieser Saison bereits erzielt. Ganz wichtige Personalie im zentralen Mittelfeld. Hätte ja fast bei 1860 München unterschrieben, hat da auch mittrainiert im Sommer, die Testspiele bestritten. Verona Polido. An Kreuzer bleibt er hängen und Kreuzer macht er sehr clever, zieht dann das Foul gegen den Torschützen. Ball ins Tor ausgegangen. Hätte Eckball gegeben. So also Ballbesitz für die Schwarz-Gelben aus Dresden. Mit 10.500 Fans hat Mario Kalnick der FC Magdeburg in dieser Saison bei Heimspielen kalkuliert. Es sind inzwischen im Schnitt 18.000. Wieder Stefaniak auf Eilers, der sich zunächst durchsetzt. Dann aber den Ball an Malone verliert, der da auf Nummer sicher geht. Kann man besser lösen. Abgefischt. Eckball. War mir gar nicht ganz sicher, ob Jan Klinker das so gesehen hat, weil der joggte da so entspannt zum Ball. Hätte er durchaus ja vielleicht vor der Torlinie noch aufnehmen können, den Ball. Dresden nach 50 Minuten mit dem ersten Eckball. Tekerci linker Fuß, Stefaniak rechts. Efele und Aino, der Kanadier, im angestreckten Plausch im 5-Meter-Raum. Ah, Lamberts kann den Ball nicht in Ruhe annehmen, ansonsten wäre das eine ähnliche Schusschance gewesen wie vorhin auch bei Verona Polido. Abgewehrt und dann an der 16-Meter-Kante abdrücken. Stefania Kreuzer kommt noch ran, zieht die Flanke. Einwurf Magdeburg. Dresden in diesen ersten 6,5 Minuten der zweiten Halbzeit klar spielbestimmend. Setzt sich in der Hälfte der Magdeburger fest. Natürlich auf die schnellen Bälle nach vorn lauern. Mit Scheid, mit Verona Polido. Gut gelöst von Moll. Nochmal, ganz links, da winkt der Müller. Bekommt er den Ball. Jetzt. De Kerci lässt durch. Er hat Moll den Ball nicht richtig getroffen. Zu spät gesehen, dass Müller sich da links einsam gelöst hatte. Kurioser Ball, in den sich Lamberts da reingestürzt hat. Ja, der war ohne Idee von Murat Altıparmak. Gutes Auge. Und da
dann löst sich Pelé Lampaz nicht schnell genug vom Ball. Jens Hertel hat keine Beweggründe, da jetzt in der Halbzeit schon noch was zu ändern. Mit Olli Thielemann diskutieren sie natürlich genau das. Was wäre vielleicht so in der 60., 65. Minute noch ein Impuls? Ja, muss den Pfiff geben. Das Duell von Ausmann gegen Niklas Brandt. Kertschi löst sich nach links, zieht einen Verteidiger mit. Flanke zu weit. Na, Kreuzer eigentlich schon einer, der, wenn es mal um die Sprintzeiten im Team geht, einer der schnellsten ist. Aber er hat in dem Fall natürlich den weiten Weg über außen zu gehen. Stefan der gute Kertschi immer zusammen da draußen. Sie wollen also den Verteidigern, dem Torhüter nicht sofort die klare Sicht geben. Eine ganz andere Variante. Am Donnerstag haben sie hier im Stadion nochmal so eine Art Geheimtraining gemacht, die Dresdner. Und dabei insbesondere unter der Regie vom Co-Trainer von Peter Nemetz auch nochmal Standards probiert. Das war so eine Variante. Efele und der kernige Kanadier. Was für ein Kopfball und was für eine Glanztat! Jan Glinker, der Sieger. Und es war wieder Monika, der da über Kirin Moll sich erhob. Was für Emotionen! Begleitet von den Kehlen von 29.000 auf den Rängen. Nächster Eckball. Also Stefania Gutekerci, die könnte ja langsam sich an der Eckfahne einen Kaffee bestellen. Der wird auf jeden Fall noch ankommen. Seit gut 5 Minuten verbringen die ihre Zeit eigentlich komplett da. Vor dem Magdeburger Block, wo jetzt das erste Feuerzeug in Blau geflogen kommt. Direktabnahme. Und wieder sagt er, das war Handspiel. In dem Fall war es, glaube ich, Niklas Brandt, der dem Ball entgegenkam. Ja. Aber es war dann am Ende sowieso mit der Ballberührung. Und dann springt der Ball Lampaz an die Hand. Und deswegen also jetzt der Pfiff und mal ein bisschen Beruhigung. Erster Wechsel bei den Magdeburgern. Niklas Brandt geht raus. Und für ihn kommt Steffen Puttkammer. Also das ist ein eher defensiver Wechsel. Puttkammer ja ein Innenverteidiger, der sich auch direkt dahin orientiert. Dafür Aino jetzt ein bisschen offensiver. Jetzt hat er den Ball, der Kanadier. Wechselt jetzt eher auf die Position von Niklas Brandt.
So, Magdeburg. Jetzt mal drin in der Hälfte der Dresdner. Gab es Ewigkeiten nicht in dieser zweiten Halbzeit. Deswegen ist er gar nicht mitgesprungen. Aber die Fahne drüben von Eduard Beitinger bleibt unten. Nächster Einwurf. Und Ryan Patrick Malone macht sich auf den Weg von der linken Seite hinüber ganz nach rechts. Sind live dabei bei diesem weiten Einwurf von Ryan Malone. Blaswig hatte eigentlich Zeit, nimmt aber die Fäuste. Kreuzer als erster am Ball, kann ihn dann aber nicht kontrollieren. Altin Parmak macht das gut. Polido, der hat jetzt in der Mitte wieder Platz. Erster Tunnel und dann war die Mitte offen. Trifft den Ball aber nicht mit voller Präzision und demzufolge kein Problem für Janis Blaswig, sich nach unten zu begeben und die Kugel an den grünen Pullover zu ziehen. Alle Feldspieler jetzt in der Hälfte der Magdeburger. Kiri Moll, Tekerci. Moll löst sich. Ballverlust. Jetzt könnte es schnell gehen. Über den Torschützen. Zwei sind mit. Schalt hinten in der Mitte. Christian Beck, der im Augenblick noch keine einzige Szene in dieser zweiten Halbzeit gehabt hat. Die große Chance gleich zu Beginn. Sehr gut in Szene gesetzt wurde auf der linken Seite. Dann knapp am langen Pfosten den Ball vorbeischoben. Aber das ist einer, der kann auch mal eine ganze Halbzeit abtauchen. Und ist dann im entscheidenden Augenblick da. Das heißt also die durchschnittliche Zuschauerzahl hier in Dresden, die vor dem Spiel bei 27.464 lag, wird nochmal nach oben gehen. Efele auf Eilers. Innenverteidiger jetzt drin im 16er. Dresden mit dieser durchschnittlichen Zuschauerzahl, ja auch was die zweite Liga betrifft, was ja das große Ziel für die kommende Saison ist. In der Spitzengruppe mit dabei. Nur drei Zweitligisten haben eine höhere durchschnittliche Zuschauerzahl in dieser Saison. Mit dem ersten, mit St. Pauli, mit RB Leipzig und Lautern. Dixi Dörner sehen wir da links. Den Riedel, Sammer. Alles große Heroen des Dresdner Spiels. Auch in den 70ern, als Magdeburg und Dresden das Niveau im DDR-Fußball mit den Meisterschaften bestimmt haben. Natürlich lassen sie dich so ein Spiel hier live nicht entgehen. Letzter Tag im Oktober, fantastische Bedingungen, blauer Himmel, Stadion voll, ausverkauft. Reinhard Häfner scheint ein bisschen Gegenwind gehabt zu haben.
Magdeburg hat sich aus der anfänglichen Umklammerung in der zweiten Halbzeit jetzt befreien können. Lassen das Spiel ein bisschen langsamer werden. Und haben jetzt natürlich wieder ihre langen Kerls davon. Mit Sobislo, mit Beck, mit Handke. Alti Parmak. Guter Ball. Blaswig mit einer Faust. Trifft da eher wohl die eigenen Spieler. Ja, ich glaube, da war Stefaniak bei seinem kleinen Trick als letzter am Ball. Mit dem weiten Ball. Beck diesmal der Sieger im Duell gegen Modica. Melon auf ein Ohr. Ball ist weg. Moll. Rechts geht Lamberts. Bekommt jetzt den Ball. Kein Abseits. Lupi Lamberts. Nur noch mit der Pike bekommt er den Ball irgendwie in Richtung Tor. Und Klinker macht sich breit, stellt die Brust raus, verhindert das 2-1. Tekerci wartet zu lang. Ja, da musste Lambert so ein ganz kleines bisschen das Tempo rausnehmen, weil der Pass von Moll nicht früh genug kam. Niklas Kreuzer und Nils Butzen. Auch bei Dynamo Dresden deutet sich der erste Wechsel an. Wird der gleich vollzogen. Sie sehen da oben, Pascal Testroth macht sich bereits. Steht da einen Meter vom Ball entfernt, darf aber natürlich noch nicht mitspielen. So, ich bin mir nicht sicher, was Felix Brüch jetzt hier für die gelbe Karte als Anlass nimmt. Ist es das lange Bein, was die Schiedsrichter unterbinden sollen, oder ist es das kleine nach oben ziehen des Fußes kurz darauf von Lamberts? Auf jeden Fall sieht er gelb. Und jetzt kommt der Wechsel. Sinan Tekerci geht runter und Pascal Testroth kommt in die Partie hinein. Viel gelaufen. Und vor einer Woche geheiratet mit 2 Wochen Verspätung. Das Ganze sollte ja schon ein bisschen eher passieren. Dann hat ihn ein kleiner Virus ins Krankenhaus befördert. Alles musste abgesagt werden. Jetzt ist er wieder da. Pascal Testroth. Für 90 Minuten hat es natürlich von Beginn an nicht gereicht. Das war klar. Aber Uwe Neuhaus hat auch gesagt, je nach Spielsituation wird Pascal Testroth natürlich eine Option sein. Führt sich gleich mal mit dem Foul ein. Schade auf Beck. Im Duell mit Hefele behauptet den Ball. Eilers nimmt seinen Libero 2015. Janis Blaswig mit. Pfeifen können. Ja.
verliert den Ball. Aber Testroth kann ihn nicht kontrollieren. Ja, die Magdeburger können hier gut mit dem Ball umgehen. Schöne Einlage von Buvak an die Pramak. So wie Slow, Ball verloren gegen Eilers. Justin Eilers zieht an aus der eigenen Hälfte, muss sich aber noch schneller vom Ball trennen. Jetzt mit einigen Konzentrationsschwächen, hin und wieder mal ein Fehlpass dazwischen. Testroth orientiert sich natürlich zentral als Stürmer. Eilers kann also dann jetzt eher über den Flügel kommen, das was er bevorzugt, und da kommt dann Testroth auch mit zurück in den eigenen 16er, weil eine neue Flanke aus den Händen von Malone entsteht. Ecke Magdeburg. Die spüren natürlich, dass der erste FCM jetzt hier zurück ist. Nicht nur was die Tore betrifft, sondern auch was die Spielanteile betrifft in dieser zweiten Halbzeit. Und ein Beck, ein Handke, ein Malone, die sind immer auch gefährlich, wenn die Bälle hoch reinkommen. Modica wieder dran. Wieder der Sieger gegen Sobislo. Ryan Malone, der liegt nicht schlecht. Der Mann mit der Nummer 13 im Sommer aus Massachusetts gekommen, vom Springfield College, dort 4 Jahre gewesen, einer der herausragenden Spieler, gab dort einen deutschen Headcoach, Steffen Siebert aus gebürtig Berlin, der dann den Kontakt nach Deutschland vermittelt hat. Dann war er mal beim Probetraining in Neustrelitz. Am Ende hat er in Magdeburg unterschrieben. Eine Wundertüte war das natürlich, den zu verpflichten. Zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Also, so viel falsch gemacht haben sie da nicht. Efele und Modica rennen sich da fast ein bisschen über den Haufen. Spiel läuft weiter. Ball geht jetzt aus. Doch nicht. Kreuzer lag da im eigenen 5-Meter-Raum. Steht wieder. Hier geht noch was. Das Spiel ist noch lange nicht gegessen. Beide Teams gehen auf den Dreier. Laswig macht schnell. Nach dem Schuss von Alti Pamak, Stefaniak. Da war es schon in Usain Bolt, um den Ball noch zu bekommen. Ja, eine kleine Schubser von Chahed. Dann lief es ein bisschen um uns. Versucht das mal wieder ein bisschen über Ballbesitz die Spielregie an sich zu ziehen. Magdeburger alle tief in der Hälfte drin. Guter Ball, Testroth! Was für eine Geschichte! Sechstes Saisontor von Pascal Testroth.
Aber was ist das für ein grandioser Pass von Ayers aus, Mann! Eilers und Testroth, die streiten sich da fast über den Ball. Am Ende überlässt der beste Dresdner Torjäger, der seinen Treffer heute schon gemacht hat, dem anderen, dem zweitbesten, diesen Ball. Der setzt sich durch und hat dann die Ruhe, den Ball zu versenken. Dresden wollte eben wechseln. Luca Dörholz stand schon bereit. Jetzt bekommt er nach dem Treffer das Leibchen wieder angezogen und verschwindet hinter dem Tor, was für Luca Dörholz natürlich sowas von bitter ist. Der sich so sehr auf diesen Einsatz gefreut hatte. Kreativpower bringen. Offensive. Unsere Infos von unten besagten, dass Ausmann hätte gehen sollen. Für ihn Luca Dörholz. Mal schauen, was über Neuhaus und Peter Nemitz jetzt da hinten sich überlegen. Stehen da jetzt an der Bande, während wir hier den Pfiff für Magdeburg sehen. Uwe Neuhaus und das ist Robert Andrich, der vor zwei Wochen hier gegen Cottbus ja auf der Sechserposition gespielt hat. Ein Mann, der sowohl offensiv wie auch defensiv agieren kann. Also nicht Dürholz, sondern Andrich. Ein bisschen defensiver. Die Variante jetzt bei diesem Wechsel, eine Viertelstunde vor dem Ende, den es gleich geben wird. Der zweite dann auf Dresdner Seite. Magdeburg hat der Heimler gewechselt mit Steffen Puttka. Ayers aus Mann, der schon auf der Tafel seine Nummer fast hätte sehen können. Die waren schon eingetippt. Dann spielt er diesen grandiosen Pass auf Pascal Testroth. So, jetzt die Information an die Kollegen, wie das jetzt taktisch aussehen soll. Andrich orientiert sich eher nach hinten. Könnte sowas wie eine Doppel-6 mit Kirin Moll werden. Also aus zwei Achtern wird es taktisch dann eher jetzt eine Doppel-6. Bei Dynamo, kein Wunder, man liegt ja mit einem Tor vorn. Da oben sehen Sie Ronny Thielemann, der die nächsten beiden Magdeburger ranzieht. Schlussviertelstunde werden. Solange diese Führung hier so knapp ist oder den Magdeburgern vielleicht sogar noch ein Tor gelingt. Minge, der gerade erst seinen Vertrag verlängert bekommen hat in dieser Woche, wie auch Robert Schäfer, der andere Geschäftsführer für das Kaufmännische zuständig ist, der Aufsichtsrat, die sind natürlich zufrieden, die sind happy mit der Arbeit der Männer in den letzten 1,5 Jahren. So, Jens Hertel, klar, was soll er jetzt machen? Geht auf volle Offensive. Bringt Hebisch und Rasek. Handke geht runter. Innenverteidiger raus. Und Charles ist auch draußen. Ja.
Hasebisch, der ja ein bisschen angeschlagen war, muskuläre Probleme hatte, deswegen nicht von Beginn an gespielt hat. Glinker passt auf, sehr gut. Den kann er gut, schon zum dritten Mal hat er den jetzt gezeigt hier. Kubok Altipamak, einmal mit der Sohle, hat dreimal ganz gut funktioniert. Das war ein bisschen viel Spielerei. Eilers Andrich geht's. Das hatte Corona Polido gut antizipiert. Klare Ansagen von Brüchter, der sich da nicht auf die 20-Meter-Konversation mit Kreuzer einlassen wollte, ihn dringend persönlich bei ihm brauchte. Gut gelöst von Robert Andrich, der ja nicht die besten Kritiken bekommen hatte vor zwei Wochen gegen Cottbus da auf der 6er-Position. Aber die ersten zwei, drei Aktionen hier zeigen, der ist sofort da. Bislang alles gut gelöst, hier ist er wieder am Ball. Auch der Ball kommt an auf Lamberts. Eilers jetzt, ich hatte es angedeutet, eher über den Flügel. Zieht rein, probiert, der ist mit, was für eine Tore, bitteschön! Das war genau so gewollt. Das hat er letzte Woche in Kiel schon gemacht. Da allerdings mit Kraft flach unten ins Eck. Und jetzt hebt er den Ball da über Glinker hinweg. Das ist frech, das ist gekonnt, das ist erfolgreich. Das ist der 14. Saisontreffer im 15. Saisonspiel. Justin Eilers. Ist das abgezockt. Also das tut ja einem Verein dann wie dem 1. FC Magdeburg in diesem Fall nicht nur weh, weil sie wirklich mit zwei Toren hinten liegen, sondern diese Frechheit, die der Eilers da an den Tag gelegt hat, die muss jetzt so frustrierend sein. Das müssen sie jetzt abhaken. Sie haben noch 10 Minuten Zeit. Dresden ist mit 3-1 vorn. Andrich, taktisches Foul, gelbe Karte, ganz klar. Jetzt kann er nicht mehr viel machen. Jens Hertel da draußen, er hat all seine Wechseloptionen genutzt. Auf Dresdner Seite geben. Das sieht mir sehr nach Matthias Fetsch aus, soweit ich das hier einmal quer über den Platz von oben nach unten erkennen kann. Testroth. Musste kurz Tempo rausnehmen. Aino ist da, nachdem Steffen Puttkammer das Duell da verloren hatte.
Klar, mit so einem 3-1 im Rücken, das spürt man ganz deutlich. Da läuft der Ball ganz anders. Seltener Fehler vom Mann mit der Nummer 4, dem Innenverteidiger bei Dynamo Dresden. So, jetzt der letzte Wechsel in diesem Spiel. Auch Dresden mit dem dritten frischen Mann. Andreas Limpi Lamperts, der in dieser offensiven zentralen Mittelfeldposition viel gelaufen ist heute. Wird ersetzt durch Matthias Fetsch. Schneller Mann. Klar. Testrot und Fetsch da vorne jetzt. Die mit langen Bällen füttern. Dann kann es hier schnell die endgültige Entscheidung geben. Testrot aber der Einzige, der da vorne bleibt. Fetsch arbeitet entsprechend defensiv natürlich auch mit. Geht jetzt, sehen Sie da, auch mit rein in den 16er. In Erwartung des weiten Einwurfs von Ryan Patrick Miller. Gestützt von Aino, sagt Felix Brüch, Freistoß für Dynamo Dresden im eigenen 16er, Justin Eilers. Haben Sie den Blick gesehen, wo der hingeschaut hat, bevor er den Ball berührt hat? Der schaut nach vorn, wo sind die anderen? Irritiert damit vielleicht am Ende sogar ein bisschen auch den gegnerischen Keeper. Und versenkt den Ball dann so eiskalt. Das ist stark. Justin Eilers, der nur gegen Erfurt nicht von Beginn an spielen konnte. Also er hat ein paar Probleme mit der Hüfte. Der Mann, der aus Braunschweig stammt, und dann über die zweite von Wolfsburg im Juli 2014 nach Dresden kam. Letzte Saison mit 19 Toren, jetzt hat er schon 14 und das nach 15 Spieltagen. Minuten sind es noch offiziell. Dresden führt mit 3-1. Magdeburg braucht ein schnelles Tor, um es hier nochmal spannend zu machen. Hebisch hat die Chance aus 12 Metern, aber ist in Rücklage, kann den Ball nicht mehr wirklich drücken. Dann wird es nur noch eine kleine Rutschkugel, eine kleine Bowlingkugel, die Janis Blaswig da entgegen holpert. Kein Problem, den Ball sicher aufzunehmen. Gewinnt das Duell gegen Christian Beck, der komplett untergetaucht ist hier im Duell der Knipser. Das ist Eilers, der jetzt schon die nächste Chance hat, bislang nicht entscheiden konnte. Legt auf für Stefaniak, der dann Pfiff wollte. Ahmed Wasim Gazik, der erste Fußballprofi in einer deutschen Profiliga aus Sri Lanka. Eltern stammen von der, selber ist er in Berlin geboren. Von Union 2, das Team, was man dann auch aufgelöst hat, ging es dann im Sommer für den 21-Jährigen nach Magdeburg. Die letzten 120 offiziellen Sekunden. Magdeburg braucht hier dringend ein Tor, um noch mal eine Chance zu haben auf vielleicht einen Punkt. Hey.
85. Minute und es ist wieder Ryan Malone gewesen. Der Mann aus Amerika, der das 1:0 letzte Woche geschossen hat. In seinem zweiten Spiel von Beginn an gewinnt das Kopfballduell gegen Niklas Kreuzer. Und er passt hervorragend. So, was passiert jetzt? Gute Minute, offiziell ist es noch. 3:2. Das Spiel hat so viel. Großartige Choreografie zu Beginn. Dann 2 Tore in der ersten Halbzeit. Diskussionen um einen Elfmeter. Lattenunterkante, Kopfball. Dann dieses verrückte Tor von Justin Eilers zum 3:1. Und jetzt wird es hier hinten raus nochmal richtig spannend. Klar, beide Trainer hält jetzt nicht mehr hier auf ihren 2 Sitzen. Vom großen Feiern jetzt erstmal absolut ungläubige Stille hier am weiten Rund. Bei den 28.000 Dresdnern. Und neue Hoffnung bei den 1.800. Der rechts in der Ecke, die aus Magdeburg hierher gekommen sind. So, offizielle Spielzeit ist in 10 Sekunden abgelaufen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Tafel wird jetzt auch für die Zuschauer hochgehalten. 3 Minuten Zeit für den ersten FCM, die jetzt nochmal einen Freistoß bekommen. Also eine Standardsituation bringt Magdeburg hier wieder ins Spiel. Ball gut 32, 33 Meter vor dem Dresdner Tor. 2-Mann-Mauer. Und Alti Parmak, der hat auch schon solche Bälle direkt versenkt. Versucht es direkt und Blaswig geht auf Nummer sicher, schiebt den Ball über die Querlatte. Fünfte Ecke für Magdeburg. Kreuzer wieder bei Malone. Der muss mit ihm mitspringen. Fäuste von Blaswig. Butzen ist dran. Stefaniak dazwischen, nochmal Eckball. 6:6 steht es jetzt nach Ecken in diesem Spiel. Die Hälfte der Nachspielzeit ist abgelaufen. Dynamo Dresden führt mit 3:2. Holt Magdeburg hier noch den Punkt. Stefaniak mit dem Köpfchen. Der Ball über Eilers hinweg und Hilfe der Innenverteidiger. Bekommt den Pfiff und der ist jetzt mal gut und gern 30 Sekunden wert. Schon verrückt bei einem Stand von 3:2, dass dieser Typ dann da vorne als Mittelstürmer an diesem Konter agiert. Macht das clever, zieht das Foul. Orientiert sich natürlich jetzt nach hinten. Ball ist frei. Und ist noch im Spiel. Spiel läuft, Eilers wieder auf dem Weg zur Eckfahne. Einwurf Dresden. 15 Sekunden noch zu gehen. Uwe Neuhaus, der immer wieder sagt, also ein 4-3 ist mir lieber als ein 1-0. Aber muss es denn immer so nervenaufreibend sein? Und jetzt ist Schluss.